Ja, hier mal ein bisschen schwimmen. Oder auch nicht. Ich krieg einen Kampf. Hier mal ein bisschen umparken. So. Mal auf den Markt gehen und da mal gucken, was wir kriegen können. Das Spiel hat sehr viele schöne Seiten. Also das ist, wie gesagt, es ist wirklich ein schönes Spiel. Man kann es viel, man kann viel und gerne mitspielen, aber das ist an manchen Stellen, es gibt halt fette Abzüge dafür, für das ganze Rumgerenne. So. Vier Faden brauche ich, glaube ich. Da brauche ich nur zwei. Mal gucken, bevor ich hier Blödsinn mache. Ein Seil brauche ich. Das sind zweimal Faden. Für Stoff brauche ich. Vielleicht kann ich auch Stoff gleich kaufen. Zwei Faden und einmal Stoff. Einmal Stoff und zweimal Faden. Muss noch ein bisschen was verkaufen. Eine billige Angelschnur. Die behalten wir, die brauchen wir wahrscheinlich noch. Goldbarren verkaufen. Ja, ja, ich kaufe ja schon was. Zwei Faden und einen Stoff. Ich hoffe, jetzt haben wir alles. So, laden. Schlafsack haben wir auch, oder? Ein Seil brauchen wir noch. Da müssen wir Seil herstellen. Okay, das kriegen wir mal hin. Also zurück auf die Heimatinsel. Und dort ein Zelt aufbauen. Und dann, also wenn ich die, wenn die dann nicht, wenn wir das Zelt aufgebaut haben und wenn wir dann zurück zu der kommen, wenn die dann uns noch eine Quest aufquatscht, dann bin ich fertig mit dem Game. Dann bin ich dann. Dann crafte ich mir eine Knarre und dann crafte ich mir ein Seil und knote da lächeln. Können wir gleich, auf dem Seil, aus dem Seil, was wir gecraftet haben, können wir gleich einen geilen Knoten machen. Ich kann einen guten kleinen Knoten, bin ich geübt drin. Ich weiß, wie man einen geilen Knoten macht. Ich mach dir hier einen geilen Knoten, wenn ihr mir hier noch eine Quest aufdrückt. Das ist, da kannst du wissen. Da bin ich, da werde ich jetzt, da werde ich nicht mehr freundlich. Noch bin ich freundlich. So, Zelt. Bau dir ein Zelt auf die Insel. Nee, ich fütter euch jetzt nicht, kleine Küken. So war das Zelt. Das müssen wir wahrscheinlich craften. So war das. Küche. Hier haben wir das Zelt. Machen wir Seil. Müssen wir erstmal Seil craften. Seil. So, zack. Das Teil ist gecraftet. Jetzt können wir laden. Zumindest brauchen wir keinen. Zumindest brauchen wir keine. Sag schon. Keinen neuen. Schlafsack. Haben wir jetzt die Quest erfüllt oder müssen wir den noch irgendwie, müssen wir noch irgendwas machen? Geh zu Dunner zurück, nachdem du einen Schlafsack und ein Zelt hergestellt hast. Jetzt haben wir ein Zelt im Inventar. Benutzen. Hoffentlich haben wir das jetzt nicht verbraucht. Ein Einmalzelt.
Wisst ihr was, Leute? Ich mache das offscreen. Ich mache eine kleine Aufnahmepause und dann wir sehen uns im nächsten Part bei Donna wieder mit dem verfickten Zelt und dann. Es macht mich Gott. Das müsst ihr euch jetzt nicht an. Ich mache das jetzt offscreen. Ich mache keine Aufnahmepause, aber ihr seht mich im nächsten Part oder im nächsten Video. Oder jetzt in diesem Video schon wieder. Ich weiß nicht. Ich muss das jetzt offscreen machen. Ihr seht mich dann. Ich kann gerade nicht mehr moderieren. Das ist doch bescheuert. Das ist doch, das kann man, das ist doch. Kann auch nicht wahr sein. Gott, Mann. Echt, das ist doch zum Mäusemelken. Ah, bis gleich. So, back on track. Zwei Güter zurück. So, wo ist die Kollegin hier? Ich stopfte dein Maul mit dem Zelt. Wo ist denn die jetzt? Noch eine Quest und ich bin fertig hier. Es ist wirklich. Donna, wir müssen endlich herausfinden, was die Indiz im Schilde führen. Glaub nicht, dass das eine gute Idee ist. Ich schon, ich glaube, dass das eine verdammt gute Idee ist. So, das jetzt mal bereden hier. Sonst ist das hier. Ich dieser Charakter, das ist. In diesem Spiel gibt es leider keine Möglichkeit, Charaktere zu töten. Sonst wäre ich hier aber vorne mit dabei. Zuerst solltest du deine Werkzeuge noch einmal aufbessern. Ach, geh dir gleich den Hals um. Ja. Gewaltfantasien. Videospiele machen mich aggressiv. Nein, das hier ist wirklich. Hör auf, dich davor zu drücken. Saimi sagt dir, dass ich wie Yaya Haku bin. Wie wäre es also, wenn ich mich wie deine Kapitänin verhalte? Donna, sag mir endlich ein für alle Mal, was ich gegen Indiz tun kann. Du bist nur ein Kind, du weißt gar nichts. Du weißt nichts über deine Großmutter, nichts über Mara, nichts über mich. Geh also und verlass diesen Ort und komme nicht wieder. Aber dann wärst du wieder alleine. Es ist besser so, Kor. Ja, das ist definitiv richtig so. Ich weiß auch, warum es alleine auf dieser abgeschottenen Insel lebt. Das ist richtig so. Das hat seine Gründe, warum die alleine auf einer Insel lebt. Oh. Diese federlichen Charaktere hier, das ist. Oh Gott. Es geht mir gegen den Strich. Ich weiß genau, was andere über mich denken. Ach, weißt du das? Weißt du auch, was ich über dich denke? Sie sehen eine Versagerin. Als ob ich nach dem Unfall in meiner Zeit bei der Marine nutzlos geworden wäre. Und jetzt lass mich in Ruhe. Donna, ich habe keine Ahnung, von welchem Unfall du redest. Aber ich bin hier, um dir zu helfen. Ich will deine Hilfe nicht. Ich brauche von niemandem Hilfe. Ich bin über 100 Jahre alt. Besonders du, Mädchen, solltest mich nicht wie ein Kind behandeln. Die Chor, die ist zu gut. Das ist der Hauptcharakter dieses Spiels. Das ist so ein freundliches Mädchen. Das ist, wie die rumkommandiert wird auf Quidis von jedem Charakter. Wie die hier wie Dreck behandelt wird von Donna. Das ist. Alter, ich wäre nach der zweiten Quest weg gewesen, da hätte ich gesagt, verarschen kann ich mich selber hier, das kannst du nicht. Es hier, wir wollen jetzt mal langsam zum Punkt kommen. Besonders du, Mädchen, solltest du mich nicht wie ein Kind behandeln. Verschwinde endlich und komm bloß nicht zurück. Ich wäre, also, wenn die mich dreimal bittet, ich soll verschwinden, da ist ich. Ich sollte mit Saimi reden. Ich sollte nicht mit Saimi reden. Ich sollte mir jetzt schnell mal eine Waffe craften. Rede mit Saimi und dann dazu zu bringen, dir zuzuhören. Nur mittlerweile will ich gar nicht mehr, dass die mir zuhört. Die Donna, was für ein widerliches Ding das ist. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Bin ich der Einzige, der da so denkt oder das ist. Oder findet ihr das auch zum Kotzen? Das ist ein Prinzip, es ist für mich irgendwie.
es ist eine gewisse Freundlichkeit und ein bisschen, dass man nicht, sich nicht gegenseitig verarscht und sich da immer. Es ist so ein bisschen, dass man sich entgegenkommt und so ein bisschen halbwegs sozial kompetent ist. Das erwarte ich irgendwie. Es ist ja einsam auf der Insel, ich verstehe, aber sie hat einen schweren Unfall und so weiter, sie hat eine schwere Kindheit, ich weiß, aber meine Fresse. Wir retten auch einen Küken. Wirklich, schreibt es mir mal in die Kommentare, bin ich der Einzige, der das so sieht. Das ist, für mich ist das gerade ein widerliches Auftreten. Das ist, da hätte ich wirklich mal der, würden wir uns in echt gegenüberstehen, also da hätte ich wirklich, also da hätte ich mich schon, ja, ich gehe keine Menschen an die Gurgel, das ist das, sowas mache ich nicht, das ist da, ah, ich hätte schon, also ich hätte schon leicht Zuckungen in den Armen, ich hätte schon so ein bisschen, da wird mir schon so ein, der Halskragen, der wird mir schon so der Kragen aufplatzen, da, das ist ja schon, hätte ich schon, ich müsste mich stark kontrollieren, also ich müsste da wirklich stark, müsste man mich zurückhalten. Das würde so aussehen wie hier dieses Albert Einstein-Meme. Ich werde es jetzt bestimmt nicht eingeblendet haben. Habe ich vergessen einzublenden. Ihr wisst, was ich meine. Dieses, wo dann irgendjemand sagt, 1 plus 1 ist 5 oder so weiter. Und die ist irgendwie irgendwas mit 2 Dreiecke haben und 180 Grad, also es ist ein Kreis und so weiter. Und dann ist Albert Einstein, Nemo Albert Einstein von zwei anderen festgehalten wird. Ja, Memes erklären, Memes beschreiben ist jetzt nicht wirklich die genialste Idee, aber ja. Ich glaube, ihr wisst, welches ich meine. Genauso sehe das gerade bei mir aus, wenn das jetzt echt wäre. Dann müssten mich zwei hier festhalten. Damit ich dir nicht in die Gurgel springe. Echt, das ist. Jetzt haben wir das Zelt. Können wir das jetzt verbrauchen oder brauchen wir das noch irgendwo für? Ah je. Yeah. Ich beruhige mich ja wieder. Warum müssen wir die Elites eigentlich besiegen? Das ist doch. Bisher haben die noch niemandem was getan. Also, außer dass sie mir irgendwie was verkaufen wollten. Ja. Wie geht es bei dir voran? Nicht besonders gut, ehrlich gesagt. Du bist keine einfache Person. Das ist eine wahnsinnige Untertreibung. Aber eine wahnsinnige. Deine Großmutter war die einzige, die mehr oder weniger in der Lage war, sie zu zähmen. Verstehe ich. Sie benimmt sich wie du? Genau. Was kann ich dagegen tun? Geduld ist nicht immer das beste Mittel bei Credos. Donna mag wütend sein, aber sie ist immer noch eine Matrosin, genau wie ich. Wenn es eines gibt, das wir uns sorgen, dann ist es Mara. Ich habe über Funk gehört, dass der große Baum im Osten krank ist. Das Wasser, das die Elites verschmutzt haben, hat ihn anscheinend krank gemacht. Es ist ein gigantischer Baum, der mitten auf dem Meer wächst. Wir nennen ihn den großen Kuwe. Und ich bin Uwe und ich bin auch mit dabei. ja. Kuwe, nicht Uwe. Du könntest dorthin fahren und einen Fisch fangen. Wenn es stimmt, dass der Baum krank ist, wird der Fisch auch krank sein. Du solltest Donna einen Beweis dafür bringen. Das scheint wirklich weit weg zu sein. Ich glaube, dass es mir mit meinem Boot da nicht mit hinschaffe. Auf halbem Weg liegt ein Tempel. Wenn dein Boot von Maler der Quelle angetrieben wird, dann kannst du deine Tank dort wieder auffüllen und solltest es bis zum Baum schaffen. Okay. Also zum Tempel fahren, meinen Tank auffüllen, es zum Baum schaffen und den Fisch fangen. Verstanden. Okay, also wir können dahin. Wir müssen unser Boot fahren, nicht vergrößern. Okay, gucken wir mal, wo die Quest hingeht. Die Quest, zeig es mal auf der Karte an.
Da müssen wir hin. Können wir da jetzt hin oder? Tempel des Ostens, da müssen wir hin. Schnelle Reise. Na, können wir so von hier aus. Tempel des Ostens. Müssen wir unseren Tank ausfüllen. Machen wir das. Aha. Jetzt können wir doch noch ein paar Inseln erkunden. Interessant. Gibt es doch noch was Neues in diesem Part. Heute. Hast du den neuen Tank aufgefüllt? Ich habe den Tank aufgefüllt. So. An Bord. Kleine Chor. Und jetzt geht's hier. In welche Richtung? Nach Süden. Aber ich werde erstmal nach Osten und dann nach Süden. Ich will alles erkunden, wie hier ein paar Inseln kennenlernen. Wenn wir das schon können und dürfen, dann fahre ich jetzt mal hier die neue Map ab und erkunde mal die neuen Karten, die sich mir jetzt hier erschlossen haben. Ab in den Osten. Auf geht's. In neue Lande. Oh, wieder eine düstere Insel oder was? Verlassene Station. Hast einen neuen Ort in Mara entdeckt. Das passiert, wenn du dich mit Napopons Familie anlegst. Ach so, das ist dieses Alien-Schiff. Da haben wir hier die Eliten. Das ist ein Elitenschiff. Interessant. Ich glaube, da können wir gerade noch nicht wirklich hoch. Das wird ja hier interessant. Das sieht ja hier schon final aus. Wie geht's dann hier richtig zur Sache? Im Finale. Oder was? Aussteigen kann ich hier nicht, oder was? Natürlich kann ich hier nicht aussteigen. Faszinierend. Fragezeichen. Scheint so, als würde hier... Das ist also das Symbol der Elites. Es ist recht hübsch. Aha, dieser Halbmond. Hier geht es dann im Finale wohl zur Sache. Vielleicht wird da noch was. Das sieht so aus, als könnte da noch irgendwas Ernstzunehmendes draus werden. Das würden wir dann auch irgendwie im Finale erleben. Wir hier noch zur Fahne hin. Wir müssen noch einen Fisch fangen. Ein Tauchbrille brauchen wir dafür. Sagt nicht, dass wir jetzt noch Tauchbrille machen müssen. Zurück nach Quenis und so. Ich wollte auf die Map gucken. Ich kenne gerade gar nichts. Ach doch, nach Süden müssen wir. Um die nächste Insel zu erkunden. Verlassene Station. Noch ist sie verlassen. Und die Musik ist ziemlich bedrohlich. Na, vielleicht wird das hier noch ein spannendes Finale. Im rosa-roten Meer. Im violetten Meer. Offene See. Hier haben wir den Schwerbebaum. Da wollten wir hin. Okay. Und wir fahren nochmal nach Westen. Hier ist noch was zu erkunden. Da war zumindest der Auftrag, dass wir dorthin sollten. Okay, nach Westen. Jetzt haben wir noch eine Insel. Schlummerwald. Ist ein neuer Ort in Mara entdeckt. Das war doch die Quest, dass wir hier hin sollten. Oder irre ich mich da? Wir sollten auch mal im Boot schlafen, aber... Ach, hier können wir Fisch fangen, der dann wahrscheinlich schlecht ist. So, hier mal
Reise zum Quellbaum und fange einen Fisch. Okay, ja, den können wir hier fangen. Ah, da sind doch schon die Elite. Die Eliten, die hier was fangen. Kein Feuer. Ja. Hat Qua irgendwie nicht ganz verstanden. Und das Schild. So, Fisch fangen. Ich habe keine Schnuffe und ein Angelrute. Aber wir haben doch eine Schnur. Was erzählst du denn? Wir haben eine Schnur. Belege Angelschnur. Das müsste doch reichen, oder? Haben wir eine teurere Schnur. Eine Köder haben wir, glaube ich, auch, oder? Ich habe keine Schnur. Da müssen wir noch Quelis und eine Schnur holen. Puh. Jetzt können wir hier zumindest schnell hinreisen. Das war vorher durch noch nicht so schnell möglich. Und wo gucke ich denn jetzt hier? Vielleicht müssen wir uns eine Angel bauen. Oder was ist jetzt hier los? Eine Schnur braucht man. Angelrolle aus Metall. Ja, schauen wir mal. Wahrscheinlich ist das hier gefragt. Und ein Harzschwimmer aus dem Meer. Der kriegt Geld vom Arbeitsamt. Ein Harzschwimmer. Bedummts. Vielleicht reicht das auch schon, um angeln zu können. Holzstab. Aber wo kriegen wir einen Schwimmer aus dem Meer her? Müssen wir ein bisschen durch die Gegend ziegeln und hoffen, dass wir einen kriegen. Ein bisschen durch die Fässer durchrasen. Ein Schwimmer aus dem Meer. Ich fürchte, die sind in den Fässern drin. Müssen wir erstmal zu den Fässern hin. Müssen wir erstmal Fässer finden. Auf hoher See. Ich glaube, nach Westen müssen wir jetzt, um zurück nach Quilis zu kommen. Und da haben wir noch ein Küken, was wir retten können. In der Nähe. Hier mal Treibgut. Schwimmer brauchen wir. Vielleicht können wir den herstellen. Aus Treibholz. Ja, hier haben wir Schlafsäcke, brauchen wir gar nicht herzustellen. Kriegen wir hier schon so. 2 Münzen. Fast umsonst 2 Heimatinsel. Wieder außergewöhnlich blöd geparkt. So, schlafen wir auch keine schlechte Idee. Oder machen wir die nachts durch? Nee, wir schlafen einmal. Eine Runde schlafen. So, vielleicht können wir einen Schwimmer irgendwie herstellen. Das wäre meine Idee. So gut kenne ich. Ja, Schwimmer können wir herstellen. Brauchen wir Harz für. Das haben wir gekriegt, wenn wir einen Baum abgeholzt haben. Den Harz. So. Muss ich wohl hier eine Tanne fällen und so. Kein Harz? Doch, da ist ein Harz. Reicht das schon? Dann muss ich noch einen Baum fällen.
Okay. Harzschimmer. Das müsste jetzt reichen für eine einfache Angel. Werkstatt. Kupferstab? Nee, das. Einfach ein Stock. Können wir das nicht, oder? Wie machen wir das jetzt? Hier stand doch gerade eben. Hier Holzstab. Mehr brauchen wir doch nicht. Müssen wir doch herstellen können, oder? Werkstatt. Und dann wird das nichts. Kupferstab. Bräuchte man eine Angelrolle und da habe ich keine Ahnung, wie wir das machen können. Gut, dann wir erstmal zurück nach Queenies und dann schauen wir dort mal. Ich habe jetzt gerade erst herausgefunden, dass man hier von den Inseln aus, dass man direkt, dass man nicht aufs Boot steigen muss. Das ist ja ein Luxus. Also Angelbedarf, vielleicht muss ich hier mal einkaufen. Ja, verschwinde. Tauchbrillenverkaufter. Aber kein Angelbedarf. Modellboot. Ich hab doch noch ein Stück Eisen für dich. War das nicht die Quest? Sollten wir dir nicht ein bisschen Kupfer mitbringen? Ein bisschen Eisen machen. Ein Silber bauen. Lieblingsfisch. Ja, das lassen wir jetzt weg. Hier Silberbarren. Eins von dreien. Ach jo, das lassen wir jetzt mal sein. Aber wie können wir jetzt den... Wie craften wir jetzt eine Angel? Brauchen eine Angel zum Angeln. Können wir hier eine kaufen? Oder wie ist das jetzt? Da bin ich gerade für den Moment überfragt. Holzstab, den können wir herstellen. Puh, dann gehe ich mal zur Schmiede. Vielleicht können wir das bei der Schmiede herstellen. Das wäre eine Möglichkeit. Dieses Hin und Her hier an Samanmara, das bringt mich auch irgendwann um. Ja. Ist auch irgendwie lästig. Manches hätte man wirklich klüger machen können. Manches hätte man wirklich um einiges verbessern können. Es lässt da wirklich noch zu wünschen übrig. Hier können wir auch keinen. Hier können wir Lehm herstellen. Könnten wir. Eine Angel. Ja, ich habe das Zeug nicht, was wir für die Angel brauchen. Koa sagt, wir brauchen einen Faden. Eine Angelschnur. Aber wir können nur jetzt diese Tröhrach-Angel craften, wofür wir niemals das Zeug kriegen. Da haben wir noch nicht die Rezepte für. Müssen wir jetzt einen Fisch fangen? Den Fisch kann man ja schlecht auf dem Markt kaufen. Dann brauchen wir diesen kranken Fisch von der Insel dort.
Es muss schon so sein. Sardine. Ein Rotflossenfisch. Tja. Da bin ich überfragt. Die Störung habe ich auch gerade mal vergessen. Ja. Für eine Sekunde. Na dann, ja, schaue ich wieder offscreen nach, wie ich das hinkriege. Sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Ja, dann würde ich das hier beenden, würde ich die Aufnahme beenden. Wenn ich diesen Part an dieser Stelle mal schauen, wie ich das geschnitten kriege. In der Hoffnung, dass der jetzt nicht zu kurz ist. Lang genug habe ich aufgenommen. Bestimmt. Gut, dann habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Drückt mich nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis zum Mal, Mara. Ja, bis dahin. Ciao, ciao.